Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Die Kunst des Mordes, Geheimakte FBI. Und ich bin im Pausemodus, weil ich den Computer neu starten musste, weil OBS irgendwie alles falsch gemacht hat. Ich hoffe, die letzte Aufnahme ist überhaupt was geworden. So, wir sind ja wieder am FBI-Hauptquartier oder in alten Lagerhallen haben wir uns ja hier einquartiert. Und wir haben ja diese komische Figur, diesen Kopf gefunden. Ich glaube, dass dieser Kopf von Bedeutung ist. Außerdem ist er kostbar. Ich muss ihn so schnell wie möglich bei uns deponieren. Okay, wir müssen deponieren. Ich weiß nur nicht wo. Im Depot. Aber wir haben noch keine Visitenkarte dafür, ne? Magnetkartenschloss. Ich sollte eine Magnetkarte bekommen. Ich arbeite schließlich hier. Müssen wir vielleicht mal kurz zum Chef gehen und uns eine Magnetkarte organisieren? Das können wir ja nicht mitnehmen, nee. Im Labor werden wir damit auch nichts machen können. Gehe ich mal von aus. Aber vielleicht ist ja jemand da, der die Blutspuren da analysiert hat. Mal gucken. Ne, hier ist nichts weiter. Ich kann ja trotzdem nochmal... Ne, hier ist nichts. Anderer Automat. Da ist auch nichts weiter, ne? Ne. Okay. Dann gehen wir mal zum Chef. Ich denke mal, der wird uns dann eine Magnetkarte geben. Und wir müssen ja diesen Heinz hier anrufen. Diesen Sammler oder was das war. Dieser Fußboden ist wirklich dreckig. Schade, dass Nick seine Spuren nicht wie die Verbrecher verwischen kann. Oh, Nick war da. Können wir an seinen Schreibtisch gehen? Ich bin gespannt, wann ich hin... Nö, können wir nicht. Können wir an unseren Schreibtisch mal wieder gehen? Oh, wir haben ja nichts zu schreiben, ne? Nee. Was sagt denn Olle Ruth? Hallo Ruth, ich komme nicht in das Polizeidepot rein. Hier liegt eine Magnetkarte für dich. Die wahrscheinlich, wa? Magnetkarte. Ja genau, diese Karte ist für dich. Dann nehme ich die mal. Können wir noch mit dem Chef reden? Wenn wir schon mal hier oben sind. Oh, Chef steht. Was hat er denn zu sagen? Guten Tag, Chief. Ich habe gestern bis spät in die Nacht an diesem Fall gearbeitet. Ich würde jetzt gern darüber sprechen. Aus diesem Fenster kann man den Menschen fast in ihre Geldbörsen reinschauen. In Chicago hatte ich ein Büro mit einem herrlichen Ausblick in die weite Ferne. Dort hatte ich den Abstand, der mir erlaubte, das Wesentliche zu entdecken. Was ist also das Wesentliche? Die Opfer haben den Mörder gekannt. Vielleicht hat ihn Rudolph in sein Arbeitszimmer eingeladen und mit ihm Whisky getrunken. Irgendwelche Spuren? Haare? Fingerabdrücke? Bisher noch nicht. Ein Perfektionist. Im Billardtisch bei Rudolph habe ich einen goldenen Kopf gefunden. Es ist ein Teil einer südamerikanischen Figur. Höchstwahrscheinlich hat der Mörder damit sein Opfer betäubt. Führt diese Spur nicht zum Museum? Ich muss es überprüfen. In einer der Museumstruhen befindet sich ein Messer, das der Beschreibung der Tatwaffe entspricht. Warren hat dich in den Lagerraum reingelassen? Er ist kurz vorher weggegangen. Und nun das Wichtigste. Auf der Liste der Ausstellungsstücke gibt es noch ein zweites Messer. Dieses Messer befindet sich jedoch nicht in der Truhe. Du hast die Truhe doch nicht ohne Warren geöffnet. Nein, Chief. Ich habe sie mit dem Röntgengerät durchleuchtet. Gut. Fahre ins Museum und kläre das mit den Messern. Und überprüfe das Alibi von Warren. Okay, haben wir also schon den nächsten Auftrag. Ich komme hier nicht raus. Muss ich dich nochmal anquatschen? Noch etwas. Ich habe bei dem Makler die Visitenkarte von einem Alan Branford gefunden. Versuch ihn zu erreichen. Branford. Bekannte der Ermordeten sind gleichzeitig Verdächtige und potenzielle Opfer. Nun haben wir vier Opfer. Dieser Drang, der den Mörder zum Mord bewegt, wird immer stärker. Und er wird nicht aufhören? Nein. Es sei denn, er hat ein Ziel, das er erreichen möchte. Aber ob er dann aufhören wird? Joel Rifkin hat 4 Jahre lang gemordet. Bobby Joe Long 10. Sie haben erst dann aufgehört, nachdem sie erwischt wurden. Wir wissen nichts über seine Motive. Du musst ein psychologisches Profil des Mörders erstellen. Ich werde es versuchen. Beeil dich. Morgen könnte wieder jemand sterben. Okay, jetzt kommen wir auch raus. Ich dachte, der hat uns schon eingesperrt hier. So, ein psychologisches Profil erstellen, das werden wir wahrscheinlich am Computer machen können, wa?
Ich probier's einfach mal. Wenn wir schon hier sind. Aber wir können am Computer überhaupt nichts machen. Kein psychologisches Profil. Aber wir... Warte mal, wir können ja nochmal kurz Ruth anquatschen, ob die... Nick arbeitet wohl nur nachts, da er morgens nie da ist. Er war heute Morgen hier. Hast du mit ihm gesprochen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Woher weißt du dann, dass er hier war? Schau dir die Spuren auf dem Boden an, die zu seinem Schreibtisch führen. Verdreckte Latschen sind sein Markenzeichen. Woher weißt du, dass er heute Morgen hier war und nicht gestern Nacht? Hast du die Krümel unter seinem Schreibtisch gesehen und den Milchkarton? Ich nehme an, er hat hier gefrühstückt. Ruth, du bist eine tolle Ermittlungsbeamtin. Haha, das weiß ich doch. Nicht schlecht. Schätzchen, einen Augenblick. Ich muss dringend was erledigen. Okay, dann mach das. So, ich wollte mal gucken hinten, ob wir da jetzt... Diese Spuren führen direkt zu meinem Schreibtisch. Was hat er hier gemacht? Doch nochmal zum Schreibtisch? Hier sind keine Fußabdrücke. Aber hier können wir nichts Neues machen. Ach, guck mal, ein Boot. Hier gibt es irgendwelche Zeichen. Vielleicht sollte ich dieses Boot auseinanderfalten. Solltest du vielleicht mal machen. Was? Hat Nick nach dem Frühstück Origamis gefaltet? Schönes Origami in der Form eines Bootes. Sind Brote, diese Papierbrote Origamis? Bei Origamis stelle ich mir diese Schwäne vor oder so. Das ist eine Stadtkarte. Der Ort, wo Scott getötet wurde, ist mit einem Kreis markiert. Von dort aus weist ein Pfeil in Richtung der Uhrzeit 4:30 PM hin. Ich glaube, dass Nick sich mit mir dort verabredet hat. Karte mit markiertem Treffpunkt. Okay. Also war ganz gut, dass wir noch zum Schreibtisch gegangen sind. Und ich wollte noch mal einen Lagerraum, ob wir da jetzt die Tüten und so mitnehmen können. Weil dann hätten wir doch bestimmt die Zeitung mitnehmen können. Ich weiß nicht, was ich damit tun sollte. Nee, die weiß immer noch nicht, was sie damit tun sollte. Ich weiß nicht, was ich damit tun sollte. Ich probiere alles durch. Ich weiß nicht, was ich damit Nein, tun sollte. Nein, weißt du nicht, ich weiß. Ich weiß nicht, was ich damit tun Okay, dann hauen wir ab. War ja nur eine Idee. Ich dachte, so eine FBI-Agentin weiß, was sie damit zu tun hat. Aber sie nicht so. So, wir kommen hier rein. Verschlossen. Doch zum Glück habe ich eine Magnetkarte. Na, was für ein Glück. Die haben wir uns ja auch besorgt. Auf dieser leeren Wand muss ich ein schönes Bild aufhängen. Wenigstens einen Spiegel. Sie ist wohl die Einzige hier, wa? Die will gleich alles umdekorieren. Hier kann ich Dinge lagern. Okay, dann werden wir das mal hinpacken. Kann man hier noch was machen? Wir können hier noch was machen. Die verrückte Frau hat, anstatt ihre selbst geschneiderten Kleider auszubessern, ihre Kundinnen genäht. Na, ist ja auch was Schönes. Das brauche ich jetzt nicht. Warum brauchst du sowas nicht? Man kann alles gebrauchen. Schere? Gut, das brauchst du einfach Wenn nicht. Wenn ich im Dienst sterbe, hoffe ich, dass jemand hier vorbeischaut und an meinem Sarg eine Träne vergießt. Ja, mache ich. Kiste von James Sachen. Hier ist das Abzeichen und der Ausweis. James ist ja unser toter Kollege. Er hat leider das Leben meines älteren Kollegen nicht retten können. Können wir uns einen Schlüssel mitnehmen? Das brauche ich jetzt nicht. Könnte man, aber sie braucht es einfach nicht. James das Ausweis. Brauche ich jetzt nicht. Bild kann man leider auch nicht nehmen, schade eigentlich. Aber er hat ja eine Frau und Kinder hinterlassen. Und da können wir unsere Sachen lagern. Dann packen wir das mal dahin. Klatsch. Hier kann ich Dinge lagern. Okay. Mehr können wir jetzt hier nicht machen. Dann würde ich gerne mal ihn hier anrufen. Alan Wer Brainford, war das? Sammler. Telefonnummer 555-455-150. Ich sollte ihn anrufen. Ja. Hatten wir ja gesagt, am nächsten Morgen werden wir den anrufen, dann machen wir das gleich mal. Hier waren die Telefonnummern, wa? Benford. Mal sehen, ob der rangeht. Auf jeden Fall ist frei. Geht aber nicht ran. Keiner antwortet. Na gut, dann zurück ins Museum.
Habe ich das jetzt so richtig gesehen? Oder gehört? Wir sollen Warren. Ich fahre also ins Museum. Ich werde Warren benachrichtigen. Gut, wir fahren ins Museum, das wollte ich auch gerade sagen. Dann rufen wir Warren an und sagen ihm, dass er weggehen soll. Wir kommen. Gut, wenn man sich vorher ankündigt. Hier spricht Nicole Bonnet vom FBI. William Warren? Ja, was kann ich für Sie tun? Können Sie mir ein paar Minuten Zeit schenken? Wann? In einer halben Stunde im Museum? Sehr gerne. Und noch eine Sache. Kennen Sie den Sammler Branford? Natürlich, er ist mein guter Bekannter. Sehr schön. Helfen Sie mir, ihn zu kontaktieren? Warten Sie einen Augenblick. Miss Bonnet? Ja? Branford ist im Museum und wird auf Sie warten. Danke. Woher weißt du das jetzt so schnell, sage ich mal? Na gut, wieder auf ins Museum. Vielleicht können wir doch noch was mit der Erde machen. Halt. Nö, kann immer noch nichts machen. Hat er denn Neuigkeiten für uns? Ich weiß nicht, was Sie Ihnen erzählt haben, aber ich habe nichts damit zu tun. Er kann uns gar nichts erzählen, gut. Da ist der Warren. Guten Tag. Danke, dass Sie ein Treffen mit Branford arrangiert haben. Er wartet im Saal nebenan. Bevor ich mich mit ihm treffe, habe ich einige Fragen an Sie. Ich höre. Ich habe festgestellt, dass die Mordwaffe eines dieser Messer ist, die Sie in Ihrer Sammlung haben. Sie haben es also gefunden? Ja, sie wurden für die Ausstellung in Bogota verpackt. Tatsächlich. Die Messer für das Opferritual. Mhm. Mehr hat er dazu nicht zu sagen, dass auch ein Messer fehlt? Könnten Sie die Truhe mit den Messern für uns aufmachen? Das ist leider nicht möglich. Sie wurden heute früh nach Bogota geflogen. Das ist schlecht. Wissen Sie, ich war gestern im Lagerraum und habe mir diese Truhen angesehen. Verzeihen Sie bitte, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen das erlaubt hätte. Das ist ein privates Museum. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Nein. Ich habe versucht, Sie zu erreichen, aber ohne Erfolg. Ich habe mein Telefon abgeschaltet. Und was haben Sie dort unten gemacht, wenn ich fragen darf? Alles gerünscht. Das ist William Warren, der Direktor des Museums für präkolumbische Kunst. Ich habe mir erlaubt, die Truhe mit den Messern zu identifizieren, die Sie vergessen haben. Vielleicht haben Sie sich zu viel erlaubt. Und ich habe Sie mit einem Röntgengerät durchleuchtet. Dort fehlt ein Messer. Was heißt das? Im Frachtbrief sind zwei ähnliche Messer verzeichnet, aber in der Truhe war nur ein Messer. Nun, ich werde die Papiere überprüfen müssen. Es hat sich noch niemand aus Bogota gemeldet. Ich danke Ihnen, Miss. Aber andererseits habe ich das Verlangen, meinen Rechtsanwalt zu fragen, ob ich mich nicht bei Ihrem Vorgesetzten beschweren soll. Ja. Aber wir hatten noch die Erlaubnis vom Pförtner. Die Idee mit dem Rechtsanwalt ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wirklich? Ja, denn dieses Messer, das auf geheimnisvolle Weise aus der Truhe verschwunden ist, könnte vielleicht dasselbe Messer sein, mit dem gestern Abend... Oh mein Gott, es wurde wieder jemand umgebracht. John Rudolph getötet wurde. John, das ist ein Albtraum. Die kennen sich auch alle, ne? Haben Sie ihn gekannt? Wie ist das passiert? Sagen Sie mir, warum Sie gestern Abend Ihr Telefon abgeschaltet haben. Wo waren Sie? Auf einem Konzert der New Yorker Philharmoniker im Lincoln Center. Deswegen habe ich mein Handy abgeschaltet. Sie spielten Rachmaninow und Prokofjew, wenn Sie das interessiert. Das ist aber kein Alibi, ne? Da brauche ich nur das Programm von dem Konzert durchlesen und weiß genau, was die spielen werden. Und kann mir dadurch ein Scheinalibi verschaffen. Was hat er noch zu sagen? Kann das jemand bestätigen? Ja, Branford. Ich danke Ihnen. Wir werden noch darüber sprechen müssen. Ausgerechnet der, wo wir die Karte bei den Ermordeten gefunden haben. Arbeiten die zusammen? Branford wartet auf Sie in der Orangerie. Okay. Die war da, ne? Dann gehen wir mal hin.
Ah, ja. Hast du schon die Vase angeguckt? Da ist Erde drin. Miss Bonnet? Ellen Branford. Bill sagte mir... Ja, ich wollte mit Ihnen sprechen. Ich habe gehört, dass Sie ein Musikliebhaber sind. Ich mag klassische Musik. Vor allem Live-Musik. Ich wollte gestern mit meiner Bekannten auf das Konzert im Lincoln Center gehen. Leider habe ich bis spät in die Nacht gearbeitet. Sie hat mir erzählt, dass die Philharmoniker Rimsky-Korsakow vorzüglich gespielt haben. Ja? Sind Sie verheiratet? Nein. Ich weiß nicht, was Ihre Bekannte gemacht hat. Aber mit Sicherheit war sie gestern nicht in der Avery Fisher Hall. Vielleicht sollten Sie Ihren Freund fragen, was er zu dieser Zeit gemacht hat. Ich kann Ihnen versichern, dass dort nichts von Rimsky-Korsakow gespielt wurde. Dafür aber Prokofjew. Herrlich. Fragen Sie Bill, wir waren gemeinsam dort. Komisch, dass er nicht weiß, was er gehört hat. Und er, was andere gehört hat als er. Sie versuchen sich doch ein Alibi hier zu basteln, oder? Hätten wir mal besser absprechen sollen. Vielleicht war meine Bekannte auf einem anderen Konzert. Wollten Sie mit mir über Musik sprechen? Wir könnten gemeinsam zu einem Konzert von Dvořák gehen. Diesen Samstag? Danke für die Einladung. Eher nicht. Aber ich habe Ihre Telefonnummer. Von Bill? Ich glaube kaum, dass er mir diese Chance so selbstlos überlassen hat. Nein, nicht von Warren. Kannten Sie John Rudolph? Ja. Hat er was angestellt? Er wurde gestern Abend ermordet. Nein. Sagen Sie bitte, dass es ein Missverständnis ist. Ich flehe Sie an. Es tut mir sehr leid. Oh mein Gott. Wird das denn nie enden? Was für ein Albtraum. Ich glaube, die beiden haben irgendwas zu verheimlichen, weil das Messer fehlt hier. Wir finden da diesen antiken Kopf. Und die versuchen sich gegenseitig ein Alibi zu geben. Ist schon sehr komisch. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Auf einem Wohltätigkeitskonzert vor einem halben Jahr. Sagen Ihnen die folgenden Namen etwas? Fairbanks, Chastham, Haig? Ja, sie wurden ermordet. Ich habe sie alle gekannt. Haben Sie eine Vermutung, warum Sie ermordet wurden? Uaquero. Verzeihen Sie? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Haben Sie Angst? Ja. Es sterben Leute aus meinem Bekanntenkreis. Ich frage mich, ob ich der Nächste bin. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges beobachten, lassen Sie es mich wissen. Aus seinem Bekanntenkreis sterben alle. Schon komisch irgendwie, ne? Noch eine Sache. Dieses Wort, Uaquero, ist das ein Schimpfwort? Welches Wort? Vielleicht Uaquero? Ja, genau. In gewissem Sinne schon. Es bedeutet Grabräuber. Na, das passt ja zum Museum. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges beobachten, lassen Sie es mich wissen. Kann man noch ansprechen? Ich weiß nicht. Ja, okay. Wenn Sie irgendetwas... Ja, okay, er weiß doch nicht. Dann müssten wir mal mit Warren reden, was er da für Musik gehört hat, was? Wir schließen gleich. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte jetzt. Oh ja, ich habe Fragen. Wir schließen gleich. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte jetzt. Eigentlich habe ich Fragen. Na gut, aber ich würde sagen, die Folge machen wir jetzt zu Ende. Sind ja schon wieder fast 20 Minuten. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Und falls ihr eine Vermutung habt, wer der Mörder ist, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf. Tschüss!